Zweiter Messetag hier, Saarland Fernsehen 1. Und ja, hier stehen wir vor dem Stand von Knaus und eine absolute Messeneuheit. Ein 9 Meter langes Fahrzeug mit 3 Achsen. Hier ist der Stefan, ich grüße dich herzlich. Grüß dich, Sven. Ja, das ist ein absoluter Hammer. 9 Meter lang und 3 Achsen. Da freut sich der französische Staat bei der Maut, oder? Ja, natürlich. Das ist ein Luxusfahrzeug. Fast 9 Meter lang. Der hat vorne ein Hubbett, das man runterfahren kann. Hat hinten ein Doppelbett. Und ansonsten alles, was das Herz begehrt. Separates Bad, Dusche, große Küche. Sehr, sehr gemütliche Sitzecke. Und das ist sozusagen der Einstieg in die Linerwelt als 3-Achser. Und das Fahrzeug beginnt bei 76.000 Euro. Nochmal 76.000 Euro Einstieg in die Linerwelt, winterfest? Ja, also das ist sozusagen der günstigste Liner oder 3-Achser in der Klasse am Markt im Moment. Und Knaus ist ja eine Marke, die immer für Qualität und Innovation steht. Und das ist jetzt der Einstieg in die Linerwelt. Die Live-Baureihe ist bei uns das Einstiegsmodell. So, vielleicht mal 1-2 Takte zur Firma Knaus. Wenn du mir mal kurz beschreibst, das ist ein Teil der Tabbert-Gruppe. Nein, Knaus Tabbert ist das Unternehmen. Wir sind gerade eine Aktiengesellschaft geworden und zu Knaus gehören 5 Produktmarken. Knaus, Weinsberg, Tabbert, Tab und Morelo, die Luxusliner. Okay. Und dann haben wir noch einen Vermietservice, der heißt Rent and Travel. Sehr, sehr gut, weil da erleben wir gerade in der Corona-Zeit einen enormen Boom. Viele Menschen entdecken Caravaning für sich als sichere Urlaubsform. Und deswegen haben wir da bei Rent and Travel gerade sehr starken Zulauf. Rent and Travel, das heißt was? Rent and Travel heißt, ich kann auf der Plattform rentandtravel.com mein Fahrzeug aussuchen. Ich werde gefragt, habe ich das schon mal gemacht oder nicht. Wenn wir feststellen, es ist ein Einsteiger und das ist im Moment bei über 50% aller Anfragen der Fall, dann leiten wir die Kunden auch und helfen ihnen, welches Fahrzeug ist das Richtige. Wollen sie eine Städtetour machen? Wollen sie größere Stellplätze anfahren? Wollen sie weite Strecken fahren? Und wir beraten sie auch bei der Tourenauswahl. Eine kurze Frage zum Dach. Was ist das für Material? Das ist GFK und bei uns bei Knaus ist das ein High-Strength-GFK. Man sieht auch sehr schön die Profilierung. Die Fasern sieht man sehr genau. Genau, das ist ein Material, das hat einen höheren Glasfaseranteil und damit ist das Dach hagelfest. Ja, das ist vielleicht ein Argument. Thema Wiederverkauf. Wenn ich irgendwas falsch mache, habe mir jetzt vielleicht so ein ganz langes Fahrzeug gekauft, das passt nicht. Die Wiederverkaufswerte von den Fahrzeugen, unvorstellbar. Wir erleben ja gerade in den vergangenen 6-7 Jahren einen ungeahnten Boom. Wir sind jedes Jahr bei Knaus Tabbert zweistellig gewachsen. Und so stabil wie der Neuwagenmarkt ist, ist eben auch der Gebrauchtmarkt. Die Fahrzeuge sind extrem wertstabil. Dazu kommt natürlich auch, dass sie meist in einem sehr guten Pflege- und Erhaltungszustand sind. Und deswegen ist der Gebrauchtwagenmarkt auch stark unter Druck. Ja, die Frage ist natürlich der Verkäufermarkt, so muss man es ganz klar sagen. Das heißt, in diesem Jahr mussten die Kunden tatsächlich das kaufen, was da war, richtig? Es war aber auch eine Menge da und es ist auch noch eine Menge da bei den Händlern. Aber ja, die Auswahl ist teilweise begrenzt, weil die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß ist. Ja, eine sehr, sehr große Aufbautür. Ja, das ist eine 70 cm Tür hier, sehr breit, sehr großzügig. Ja, wir gehen am besten mal rein. Hier haben wir natürlich eine ganz, ganz komfortable Stufe, die drauf ist. Ja, 3 Achsen, das bedeutet, die Gewichtsverteilung muss auf 3 Achsen hier. Das heißt, über was sprechen wir hier Gewicht? Das ist ein Fahrzeug, das ist eine 5-Tonnen-Klasse. Das kann also mit der alten Führerscheinklasse 3 bewegt werden. So, man kann den auch nachmachen, den C1. Das ist gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur trauen. Das ist so, auch wenn man etwas jünger ist. Und ganz, ganz viele machen das nach, weil 3,5 Tonnen sind schnell erreicht, oder? Ja, also 3,5 Tonnen ist die übliche Klasse bei den Reisemobilen, die eben von jeder Mann, jeder Frau gefahren werden kann. Und der das Besondere liebt und ein bisschen mehr Großzügigkeit haben möchte, der wählt dann diese Klasse hier. Und da ist das Leergewicht um bei rum 4 Tonnen mit Zuladung und allem drum und dran, liegt man dann bei knapp 5 Tonnen. Ja, eine Kampfansage an die Konzerntochter Morelo so ein bisschen hier. Wenn ich das hier sehe mit den Stoffen und ich sag mal den Preis. Also wir ergänzen uns natürlich und das ist das Tolle bei Knaus Tabbert. Wir können von 10.000 Euro bis 640.000 Euro alles anbieten und ab 150.000 Euro ist man auch bei Morelo dabei. Ja, hier das Fahrzeug, wie es hier steht, 104.827 Euro. Wer sich auskennt, da sind wahrscheinlich nicht
Das ist jetzt keine Grundausstattung, die Sie ausstellen, gell? Da ist einiges drin. Genau, hier ist alles drin, was Sie und ein bisschen mehr, was Sie brauchen. Und der Witz ist eben, wir stellen ja immer auch die Originalpreise aus, was dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, mit Überführung kostet. Ja, schönes. Man hat auf der Fahrerseite noch eine Tür. Das ist zum Beispiel bei Morello nicht der Fall. Das ist unterschiedlich, aber hier ist jetzt entscheidend, das Fahrzeug ist ja jetzt auf neuestem Stand. Wir haben zum Beispiel ein Head-Up-Display, wo die wichtigen Verkehrsinformationen eingeblendet werden, auch die Navigation. Das Fahrzeug basiert auf dem Fiat Ducato und hat auch alle gängigen Assistenzsysteme verfügbar. Okay, das heißt auch Spurhalteassistent aktiv? Genau, passiv, selbstverständlich, ja. Okay, das heißt, er warnt, wenn ich die Spur verlasse? Genau. So, ich frage mal kurz die Patricia, denn sie ist absoluter Neuling im Bereich Camping. Hallo Sven. Und ja, das ist was ganz anderes. Drei Achsen und wenn du mal nach hinten guckst, man kann das Ende kaum sehen, oder? Ja, es ist wahnsinnig groß. Also echt cool. Ja, das ist so. Du hast einigermaßen Probe gelegen. 1,67 Meter bist du groß und Thema Stehhöhe ist immer ein ganz großes Thema. Wie groß ist Stefan, wenn du mir mal kurz sagst, wie groß du bist, bitte. Ich bin 1,88. 1,88. Wenn du mal ganz gerade stehst im Moment und mal die Hand drüber machst, dass man mal sieht, da ist noch ein bisschen was. Da ist noch ganz viel Platz. Okay, klasse. Ja, wir sehen ganz viel Raum. Das heißt also, ich habe wirklich viel Raum. Die Breite vom Fahrzeug? Über 2 Meter. Das Innenmaß ist gute 2 Meter und mit den Spiegeln ist er ein bisschen breiter. Bisschen breiter. Ja. Wir haben aber auch Fahrzeuge mit einem elektrischen Slide-Out, zum Beispiel den Tabacellini, das ist ein Wohnwagen. Da gibt es einen Slide-Out, da wird das Schlafzimmer und die Küche um 600 mm seitlich nach außen gefahren. Das ist ein Fahrzeug, der ist so groß, wenn du da Hallo reinrufst, dauert das Echo 2 Minuten, bis es wieder zurückkommt. Ja, ich zeige nochmal ganz kurz mal so das Raumgefühl, was man hier hat. Das heißt, man hat hier vorne eine richtige Sitzecke mit einer richtigen Bank. Genau, hier sind 2 Bänke gegenüber angeordnet, eine L-Sitzbank und eine normale Sitzbank. Und hier oben drüber ist, nachdem man die Sitze vorne nach vorne geklappt hat, das Hubbett, das runtergefahren werden kann und nochmal ein Doppelbett darstellt. Genau, wenn du mal so lieb bist und das mal gerade runterfährst von mich, ja. Weil, so, das ist jetzt das Bett, das heißt, wenn ich es runterfahren möchte, muss ich die Sitze einmal nach vorne klappen. Die Sitze vorne klappen, genau. Und dann kann das ganz unten hier in die Endlage gebracht werden. Hier ist dann eine Stromversorgung, hier ist Beleuchtung, das heißt, hier kann man auch sein Handy dann noch in der Nacht aufladen. Hättest du die Möglichkeit, das mal ganz runterzufahren für mich ausnahmsweise? Ja, natürlich. Weil sie will nämlich unbedingt immer Probe liegen, das ist so, gell? Ja, das ist auf jeden Fall mein Hoffnung. Warum liegt sie nicht hinten Probe? Das macht sie gleich. Das ist noch viel gemütlicher, weil das dauert jetzt eine Weile. Denn das ist gar kein Problem. Du kannst gerne mal Probe liegen, er baut es mal um. Wir wollen aber gerne mal zuschauen, wie er es umbaut. Ja. Das interessiert die Leute nämlich. Man muss nämlich an der Seite einen kleinen Hebel ziehen und einmal nach vorne drücken. Vorne sind sogar Aussparungen im Dach drin, das zeige ich mal gerade. Denn wenn das Dach nach unten geht, müssen natürlich die Sitze gekippt werden. Das Ganze dauert circa 30 Sekunden, wenn man es geübt hat. Das ist so. Und ich glaube, dass der Fahrersitz, der muss leicht seitlich gedreht werden. Das werden wir gleich mal erfahren. Nee, es geht. Klasse. Ich hab's vermutet. Es ist riesengroß und es stellt natürlich eine ganz tolle Möglichkeit dar, sich auch mal zu vereinzeln. Klar, hinten das Doppelbett ist super, aber wenn ich mal alleine schlafen möchte, ja, also hier gibt es natürlich auch getrennte Betten oder man empfängt noch 2 Gäste oder es ist Platz für die großen Kinder. Patricia, so. Jetzt kommt meine Aufgabe. Hey, du hast natürlich wesentlich mehr Aufgaben. Wir wollen das ja nicht reduzieren darauf. Nee, das ist nicht die Hauptaufgabe. Also, es geht ja nur darum, dass man sieht, 1,67 Meter, sie hat die Schuhe an und das ist, ja. Also richtig gemütlich auf jeden Fall. Das ist auch hochwertiger, habe ich so das Gefühl, von der Matratze, von dem Topper. Was ist da für eine Matratze drauf? Das ist eine Evopur Schaummatratze, das ist ein besonderer Schaum, besonders gemütlich. Und wir haben je nach Wunsch ein Lattenrost oder Tellerfedern. Kann man diese Lichter hier ausknipsen? Ja, einfach anfassen. Einfach anfassen. Okay, also nicht. Dimmen geht aber nicht. Dimmen geht auch, aber dann hier von der Zentrale aus. Von der Zentrale aus. So, ganz wichtig, ich habe hier vorne noch ein Fenster mit dabei und ich habe wahrscheinlich einen Schutz dagegen, dass jemand rausfallen kann. Ist das auch mit drin? Genau, das ist auch mit drin. Da sieht man schon die Gurte, das ist jetzt unter der Matratze angebracht. Prima. Das wird dann oben eingehängt. So, und das wäre das große Bett, was ich dann habe. Umgebaut ist es ruckzuck. Super, Patricia, wenn du mal so lieb bist und mal kurz runterkommst und einfach mal hochdrückst und mir mal sagst, ob das schwer geht. Das würde mich mal sehr interessieren, weil gerade morgens, wenn man es hochdrückt, hat man eventuell... Gut, das war's schon. Das war's schon. Schwer? Nee, also gar nicht. Gar nicht.
So, das Besondere ist, wenn ich jetzt hier vorne sitze und habe die Sitze gedreht, der Fernseher ist wahrscheinlich hier irgendwie, oder? Der Fernseher versteckt sich da, hier. Genau. Und wird elektrisch rausgefahren. Da ich jetzt keinen Schlüssel habe, kann ich das leider nicht zeigen. Ist nicht schlimm. Er fährt elektrisch raus. Die Größe? 32? Mindestens. Ja, super. Ja, prima. Mach nochmal zu, weil das Schöne ist, ich habe eine Riesenablage jetzt noch für die Küche. Mhm. Die Küche ist auch entsprechend eingefasst, sodass ich mich gut reinstellen kann. Genau. Und hier haben wir jetzt eine Küche, 3 Flammenkocher, Waschbecken. Da unten gibt es sogar einen Backofen. Das heißt, die Cannelloni kann auch zubereitet werden. Und sehr schön ist zum Beispiel unser Kühlschrank. Der hat ein Feature. Der ist mit den Türen, die sind beidseitig angeschlagen. Das heißt, ich kann von beiden Seiten aus mal ganz geschwind ran und was rausholen. Beim Gefrierfach gilt das genauso. Ein riesen Gefrierfach. Also da kann man ganz viel Eis drin lagern. Absolut. Für die Party auf dem Campingplatz. Für die Party auf dem Campingplatz. Oder die Chicken McNuggets, die man dann im Ofen zubereiten kann. Das mache ich zumindest. Mhm. Wenn die Leute so schimpfen, einen Ofen braucht man nicht. Denk nur dran, es gibt unglaublich viele leckere Sachen für Kinder, die man einfach mal reinmachen kann. Nicht nur die Pizza. Und man kann auch Sachen schön aufwärmen. Nicht nur die Brötchen. Genau. So, kommen wir mal ins Bad. Das Badkonzept, wie ist das ganz genau? Man hat wahrscheinlich Platz auf 9 Meter. Das ist das Schöne an diesem Fahrzeug. Wir haben hier separat eine Dusche, eine vollwertige Dusche mit Abtrennung, in der man sich nun wirklich gemütlich reinigen kann. Und auf der anderen Seite haben wir das WC. Und der Trick an dieser Geschichte hier ist, dass ich den gesamten Bereich hier hinten abtrennen kann. Nein, ehrlich? So, das heißt, ich kann mich hier in Ruhe fertig machen, okay, und vorne können die Gäste schon auf mich warten. Ein Raumbad quasi. Genau, so sieht's aus. Super. Und wenn du reingehst, kannst du dir das auch mal anschauen. Genau. Hier haben wir noch einen riesengroßen Kleiderschrank. Der Kleiderschrank ist sehr wichtig. Patricia, ich gehe mal kurz rein, dann geht ihr mal raus und dann filme ich es von der anderen Seite. Denn wenn man sich ja hier, ich sag mal, einschließen kann, um sich fertig zu machen. Genau, wenn du mal so lieb bist, mach mal auf, Patricia. Ja, soll ich mich hier mal einschließen? Ja, genau. Ach ja. So, und jetzt ist es zu, oder? Ja, und es ist echt groß. Also auch die Dusche. Da genau, wenn ich mal kurz reinstelle, stelle ich mal rein. Ah ja, so macht man zu, okay. Geht das? Hier so Angriffe, ja. Also ist echt super viel Platz nach oben. Ich kann mich drehen. Und das Coole ist, ich höre dich kaum noch, ja. Ach so. Das Duschglas ist auch gebogen. Ja, auch hier hat man noch eine Ablagefläche für Shampoo, Duschgel und so weiter. Wenn du ihn mal kurz reinholst nochmal, ja, musst du ein bisschen was erklären. Ja. Dass wir ihn so haben. Wir brauchen den Experten. Gerne. Denn wenn mal so lieb ist, dich mal kurz reinsetzt, wir erklären mal ganz kurz, wie das funktioniert mit der Toilette. Das ist ganz, ganz einfach. Die Toilette ist drehbar. Aha. Und das ist eine elektrisch betätigte Toilette. Das heißt, da reicht einfach, den Knopf zu drücken, unten den Schieber aufzumachen und dann den Knopf zu drücken. Patricia, wenn du mal ein Stück rüber gehst, dann kann ich das auch sehen. Da unten sehen wir. Das heißt, die ist drehbar, wenn ich lange Beine habe? Genau. Okay, klasse. Ja, und ich gehe mal kurz bei dir rein. Das ist ein Schrank, ne? Spiegelgroß. Wow. Ja, und auch hier der Schrank ist super groß, also für Schminke oder Medikamente. Das war bei den anderen bisher noch nicht so, oder? So ein großer Bad. Also so einen großen habe ich noch nicht gesehen. Es geht ja auch um Handtücher, die man dann unterbringen muss. Genau. So, großer Spiegel, der ist genau an der Stelle, wie du es brauchst. Genau. Kann man den aufmachen? Ja. Ja? Geht das? Drück und wie? Mal. Drück mal drauf. Unten? Nee, in der Mitte. In der Mitte? Ja. In der Mitte unten, oder? Nee, drücken. Drück mal. Ah. Genau. Weiter oben rechts oder links in der Mitte. An der genau. Seite. Da ist jetzt es. Trial and Error, sage ich jetzt nur. Und da ist nochmal ein Fach. Da könntest du zum Beispiel Medikamente und so weiter, was halt gebraucht wird. Ibuprofen genau. für den Wein in der Nacht anschließend. Ja, das Waschbecken ist so satiniert so ein bisschen. Wenn du mal kurz ein bisschen rüber gehst, ist das okay für dich, das Waschbecken, sage ich mal? Ja, es ist super schön. Es wird auch, denke ich, nicht so schnell dreckig. Ja, wenn du mal kurz rüberfährst, was ist das für ein Feeling? Wie fühlst du es an? Schwer zu beschreiben, aber... Ist nicht glatt, oder? Nee. Es ist so... vielleicht irgendein Kunststoff? Ja. Okay, klasse. Ja, man hat ein Milchglasfenster mit drin und das Schöne ist, ich habe Dusche und Toilette habe ich getrennt. Das heißt, also ich kann auch mal extra auf Toilette gehen, wenn ich möchte. Genau, das ist der Vorteil von dem Fahrzeugkonzept und wir haben da auch nochmal so einen Kosmetiktuchhalter direkt unter dem Waschbecken. Genau. Na, das ist auch ganz praktisch, gerade im Badezimmer. Dort hier vorne ist der mit drin. Prima, ja. Dann zeigen wir mal das Bett.
denn das ist wahrscheinlich das Herzstück, Längsbetten schwer im Trend, oder? Längsbetten sind ganz klar ein Trend in Deutschland auf jeden Fall. Hier haben wir noch den Vorteil, dass wir diese Einzelbetten erweitern können zu einem großen französischen Bett. Das Ganze geschieht hier über ein Lattenrost, das man rausziehen kann. Und dann gibt es Erweiterungspolster, die hier aufgelegt werden können, sodass man eine komplette Spielwiese hat. Nochmal, wir sprechen hier neu über knapp über 100.000 Euro in der Ausstattung hier, die schon wirklich gut ist, oder? Ja, also das Fahrzeug, so wie es hier ausgestellt ist, da ist alles dabei und ein bisschen mehr sogar. In der Basis geht dieser Liner bei 76.000 Euro los. 76 als Dreiachser? Genau, und das ist wirklich ein ganz, ganz starker Preis. Ja, unten, wir haben es gerade eben nochmal gesehen, da unten sind noch Staufächer. Ja, was da sind Staufächer. So, wir haben ja einen Schrank, wo wir es hinhängen können, richtig? Genau, wir haben aber immer noch mal beleuchtete Staufächer. Hier ist sogar ein Licht dran. Und das haben wir auf beiden Seiten. Insofern, dann gibt es eine riesengroße Heckgarage, wo die Pedelecs reinpassen. Und insofern, Platz ist hier in so einem Fahrzeug natürlich reichlich. Thema Zuladung. Wie ist das hier taxiert, das Fahrzeug? Das Fahrzeug hat eine Zuladung in der Größenordnung 500 Kilo. 500 Kilo mit ein, zwei Personen ungefähr. Am besten nachgucken in die Daten. Ja. Wenn du mal kurz nach vorne gehst, dann machen wir nochmal auf. Ja. Geh mal nach draußen. Ja, sehr gern. Tschüss. So, jetzt sind wir hier komplett vereint in der Toilette. Geh mal kurz raus, bitte, ja. Patricia. Dann, ganz raus? Genau, ganz raus, aber nicht zumachen, dann komme ich nochmal raus. Okay. Die Leute lieben das, ja. So, wenn ich nicht eingesperrt bin im Wohnmobil, aber es ist größer, als man denkt. Man merkt allerdings, ich sag mal so, die Höhe ist bei Morello etwas höher, muss man sagen. Das ist natürlich das entsprechende Konzept, dass ich noch einen Doppelboden drunter habe, richtig? Ja, die Fahrzeuge haben aber auch einen Doppelboden. Da gibt es auch eine Warmwasserheizung, dass das also auch der Fußboden beheizbar ist. Ist natürlich eine Frage des Fahrzeugs und des Basisfahrzeugs. Die Kollegen von Morello nehmen in der Regel Bus- oder Lkw-Chassis und haben dann auch nochmal andere Freiheitsgrade. Ivecos, aber hier, das ist ja auch eine Preisfrage. Also wenn ich hier voll ausgestattet bei knapp 100 liege, das ist für viele schon im Budget drin. Ich sag mal, wo es früher so 50.000 waren, da habt ihr auch was zu bieten. Ist das hier, ich denke mal, eine echte Kampfansage an Liner, oder? Genau, darum geht's. Das ist der Einstieg in die Liner-Welt und den gibt es bei Knaus für 76.000 Euro. Ja, ganz großes Thema ist Automatik. Ich sehe, der hat eine Automatik verbaut, die 9-Gang ZF. Das ist ein Segen, oder, bei Ducato? Genau, das wird auch sehr, sehr gern nachgefragt. Das ist ein neues Feature, das wir erst zu diesem Modelljahr anbieten konnten. Und da ist die Verbauquote recht hoch. Die Klimaanlage, ist sie drin? Ist es Staufach oder fehlt die im Moment? Die Klimaanlage ist eine Option. Die Fahrerhaus-Klimaanlage ist drin. Und natürlich kann man im Dachbereich hier auch noch zwei Klimaanlagen montieren. Ja, das ganz große Teil oder der Vorteil am Teilintegrierten ist, dass ich eine unglaubliche Aussicht habe. Ja. Nee, einen Vollintegrierten, genau. Sorry. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Genau, das ist halt dieses, ich sag mal, das ist wirklich so ein Liner-Gefühl, weil die großzügige Verglasung, das ist ja eine Panorama-Windscheibe hier vorne mit schmalen Säulen. Das heißt, man hat einen sehr, sehr guten Rundumblick und nach hinten hat man die Rückfahrkamera, die wird dann im Navigationssystem eingeblendet. So, ich gehe nochmal kurz raus, schauen wir das Fahrzeug nochmal komplett, denn die Nachfrage ist sehr groß, die Leute warten schon. Und ja, ein paar, ich sag mal, Beispiele habt ihr ja angeschrieben, zukunftsweisendes Design auf drei Achsen ist bei der Maut nicht ganz so billig. Ich habe gesehen, gerade in Frankreich, ich wohne in Frankreich, da sind drei Achser etwas teurer, aber es ist so. Aber das System ist dafür sehr preiswert und es sieht schick aus. Genau, also im Grunde genommen bei der Fahrzeugklasse, das sind eben die gehobenen Ansprüche der Kunden und da spielt jetzt die Maut, sagen wir mal, eher sekundäre Gründe. Stimmt. So, Live-E, die genaue Bezeichnung von dem Fahrzeug? Live-E 900 LEG. Wir setzen bei den Ziffern, ähnlich wie im Yachtbau, als markantes Symbol für die Gesamtlänge. Bei dem Fahrzeug ist es knapp unter 9 Meter. Und was hier auch sehr schön ist, wir sehen hier eine sehr automotive Front mit Voll-LED-Scheinwerfern, serienmäßig. Und ich denke mal, die Optik spricht für sich. Das ist schon eine stattliche Erscheinung, der Knaus Live-E. Ja, es ist kantig. Er hat doch eine Licht-DNA, die haben wir schon mal gezeigt. Also das ist sehr, sehr gut. Ja. Auch unsere Rückleuchten sind exklusiv für Knaus. Und die haben auch eine sehr starke Wiedererkennung und Lichtsignatur. So, da vorne ist kann es man sehr schön sehen, die Cat Eye Evolution Leuchte, auch eine LED Leuchte und insofern erkennt man auch sofort, wer mich gerade überholt hat.
Ja, als Volkswagen das kantige Design eingeführt hatte, haben alle Leute gesagt, das geht doch gar nicht, rund ist doch viel schöner. Aber wenn man das jetzt so sieht, er ist ziemlich gelungen, oder? Wir sind sehr, sehr stolz auf das Fahrzeug. Sehr, sehr schön. Kann ich noch was dranhängen, wenn ich will? Also ja, Anhängerkupplung. Natürlich, es gibt eine Anhängerkupplung. Wir haben auch einen Fahrradträger, der eine Anhängerkupplung integriert hat gegen Aufpreis. Hier sieht man die Rückfahrkamera, die dann eben das Bild in den Monitor vom Navigationssystem einblendet. Prima. Die Lieferzeit? Wenn der Händler das Fahrzeug auf dem Hof stehen hat und es keine großen Individualisierungswünsche gibt, dann ist die Lieferzeit ein Tag. Wenn das Fahrzeug noch disponiert wird, kann es schon ein paar Wochen oder sogar Monate dauern. Prima. Ja, das ist er. 104.827 Euro, der Life i900 MEG. Ich danke dir herzlich. Tschüss. Danke dir, Sven.